Ey Leute, was geht? Hier ist wieder euer GigaX und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Black Ops 2 Tipps und Tricks. In der heutigen Episode vergleiche ich für euch die FAL und die SMR. Beides sind Einzelschusswaffen mit einer niedrigen Feuerrate und einem sehr hohen Schaden. Also als erstes habe ich die FAL getestet, vollautomatisch und aus dem Visier, und wie ihr sehen könnt, ist sie wirklich sehr präzise. Danach habe ich dasselbe mit der SMR gemacht, die ist wirklich auch ziemlich präzise, aber nicht ganz so präzise wie die FAL. Aus der Hüfte ist die FAL sehr unpräzise. Das ist nicht so schlimm, da man aus naher Distanz nur zwei Schüsse braucht und deshalb macht man auch so aus der Hüfte viele Kills. Die SMR ist etwas präziser aus der Hüfte. So, kommen wir nun zu der Vergleichstabelle. Wie ihr sehen könnt, ist die FAL wirklich sehr stark, das sieht man ja schon auf den ersten Blick, und deshalb ist es auch meine Zweitlieblingswaffe und somit mein liebstes Sturmgewehr. Der Weapon Guide dazu kommt übrigens im nächsten Video. Die Feuerrate der FAL beträgt 515 Schuss pro Minute, wenn man keinen Feuermodus hat. Das ist also nur, wenn die Waffe nicht automatisch ist. Wenn sie automatisch ist, also mit dem Feuermodus, beträgt sie 450 Schuss pro Minute. Das ist etwas weniger, aber nicht so schlimm. Wenn ihr also sehr schnell klicken, also schießen könnt, dann könntet ihr Selected Fire weglassen. Aber ich kann es euch nicht empfehlen, weil ihr einfach... Die meisten schaffen es gar nicht so weit und sonst müsst ihr ja immer so schnell klicken. Also auch wenn ihr quasi... überrascht werdet, müsst ihr direkt so schnell reagieren und dann auch noch schnell klicken, das ist sehr schwer. So, bei der SMR ist die Feuerrate noch etwas niedriger, nämlich 450 Schuss ohne Feuermodus und 400 Schuss mit Feuermodus. Das ist ziemlich schlecht. Die Präzision ist bei der FAL natürlich perfekt, bei der SMR ist sie auch noch gut, aber schon schlechter als bei der FAL. In der Nachladezeit ist die FAL das zweitbeste Sturmgewehr, nämlich brauchst du 2,09 Sekunden beim Magazin, wo noch ein Schuss drin ist, und 2,7 Sekunden beim komplett leeren Magazin. Die SMR ist in der Nachladezeit das schlechteste Sturmgewehr, nämlich brauchst du 2,69 Sekunden bei einem nicht ganz leeren Magazin und 3,2 Sekunden bei einem komplett leeren Magazin. Das ist ziemlich schlecht. So, jetzt kommen wir wieder zu einem wichtigen Punkt, vor allen Dingen bei diesen beiden Waffen, weil es ja ihre Spezialität ist, nämlich der Schaden. Die FAL hat einen Maximalschaden von 55% und einen Minimalschaden von 40%. Das ist ziemlich gut. Somit brauchst du mindestens 2 und höchstens 3 Schüsse zum Töten. Die SMR hat einen Maximalschaden von 50% und einen Minimalschaden von 40%. Allerdings muss ich noch dazu sagen, dass die Reichweite der SMR etwas besser ist. Deshalb ist die Distanz, wo die auf 2 Schüsse killt, etwas länger. Die Magazingröße bei der FAL ist 25 und bei den erweiterten Magazinen 37. Das habe ich jetzt hier nicht notiert, weil es eigentlich nicht in die Kategorie gehört. Aber ich wollte es einfach nur sagen, weil ich euch das sehr empfehlen kann mit den erweiterten Magazinen. Das kommt aber auch noch im nächsten Weapon Guide. Bei der SMR ist das Magazin ziemlich klein und hat nur 20 Schuss. So, mein Fazit ist, dass die FAL viel besser ist. Die ist ja auch meine zweite Lieblingswaffe, deshalb kann man sich das auch denken. Aber das ist nicht so schlimm, dass sie den Schaden so schnell verliert, weil sie einfach eine viel höhere Feuerrate hat. Und außerdem auch auf naher Distanz sogar noch einen besseren Schaden. Durch die höhere Feuerrate tötet sie den Gegner auch einfach viel schneller als die SMR. Außerdem ist es ein großer Vorteil, dass die Nachladezeit so gut ist. Da muss man keine schnellen Magazine nehmen und hat somit noch einen Platz mehr. Die SMR schießt wirklich sehr langsam, dann muss jeder Schuss sitzen, sonst habt ihr keine Chance. Und der Schaden ist jetzt auch nicht wirklich viel besser. Ist sogar etwas schlechter, aber wie gesagt, die Reichweite ist etwas besser. Und außerdem müsst ihr immer schnelles Magazin nehmen, was mich wirklich sehr an der Waffe stört. Weil ihr dann trotzdem auch noch ein kleines Magazin habt, weil ihr dann keinen Platz für ein erweitertes Magazin habt. Und das ist eigentlich ziemlich doof. So, und das war's auch mit dem heutigen Video. Haut rein, Leute.